SPD-Fraktion. Moin. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, viele Innenstädte und Einkaufsstraßen, die stehen aktuell kurz vorm Herzinfarkt, und wir müssen da jetzt den Defibrillator ansetzen. Mir ist bei der ganzen Diskussion wichtig, und das kommt mir bislang doch zu kurz, dass wir eben nicht nur auf die 1A-Lagen in den Großstädten schauen, sondern uns auch um die vielen kleineren Städte und ganz besonders um die Stadtteilzentren und lokalen Einkaufsquartiere kümmern. Denn das sind ja nicht nur Orte der Nahversorgung, das sind wichtige soziale Treffpunkte, das sind Orte, die ganz entscheidend für die Lebensqualität sind. Und das sind eben auch Orte, an denen es noch den inhabergeführten Einzelhandel gibt, den wir uns doch alle so wünschen. Und gerade solche kleinen Händlerinnen und Händler, Gastronomen in den Quartieren, und ich habe davon so ungefähr 20 bei mir in meinem Wahlkreis im Hamburger Norden, die benötigen doch jetzt schnelle Hilfe, jenseits von langen Gesetzgebungen. Die benötigen jetzt Perspektiven, und die wollen wir als SPD ganz besonders unterstützen. Was braucht denn jetzt also etwa der Kinderspielladen, der bei mir um die Ecke ist, oder die Buchhandlung oder das Café? Ich möchte als Beispiel oder auch Anregung hier einige konkrete Maßnahmen zur Stärkung von solchen kleinen Einkaufsquartieren nennen, an denen wir auf Landesebene gerade in Hamburg arbeiten bzw. auch schon umsetzen. Es wird dort ein Neustartfonds aufgelegt, aus denen dann die Interessengemeinschaften der Quartiere Gelder für Aktionen, Veranstaltungen oder auch Marketing erhalten. Es wird zur Vermeidung von Geschäftsleerstand städtische Mietzuschüsse für lokale, kulturelle oder kreative Zwischennutzungen geben. Es wird die Nutzung von Außenflächen für Gastro und Verkauf erleichtert, und auch die Gebühren fallen weg. Auch das ist schon eine große Hilfestellung. Und vor kurzem ist ein Digitalbonusprogramm gestartet worden, mit dem eben kleinere Unternehmen finanziell unterstützt werden beim Ausbau ihrer digitalen Angebote. Das sind jetzt nur einige Beispiele an Maßnahmen, die jetzt aber eben diese schnelle Hilfe leisten, die die Perspektive geben. Und dazu gehören natürlich auch noch mehr. Es wurden eben schon ein paar genannt. Natürlich brauchen wir eine attraktive Platzgestaltung, Barrierefreiheit, gute Erreichbarkeit, vor allem mit ÖPNV oder auch ein eigenes Quartiersmanagement. Kurzum, es gibt weiterhin ganz viel zu tun. Wir alle, ich glaube, da sind wir uns einig, wir alle wollen diese lebendigen Städte und Marktplätze und Quartiere. Wir wollen, dass sie Treffpunkte bleiben. Und deswegen sind auch alle gefordert, da jetzt gemeinsam anzupacken und auch nicht gegeneinander zu arbeiten. Also Bund, Länder, Kommunen, Immobilienbesitzer, Akteure vor Ort und auch Zivilgesellschaft. Und wir als SPD, das sagte mein Kollege schon, wir wollen jetzt eben konkrete, schnell umsetzbare Hilfe und Unterstützung im Nachtragshaushalt des Bundestags verankern. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und ein Appell zum Schluss. Die Zukunft unserer Städte, die wird nicht allein nur von uns hier in der Politik oder von den Händlern oder von den Immobilienbesitzern entschieden. Die wird auch ganz klar von uns entschieden, denn jeder und jede kann mit dem eigenen Einkaufsverhalten ganz klar dazu beitragen, dass es auch in Zukunft lebendige Quartiere gibt. Buy local, das gilt mehr als je. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Martin. Als letzten Redner zu diesem Tagesordnungspunkt erteile ich dem Kollegen Eckhard Pohl, CDU-CSU-Fraktion.